Sehr essentiell ist die Botschaft, dass Gedanken physische Realität erschaffen. Es gibt Studien, die belegen, dass Menschen in unserer Gesellschaft, wo auch immer die endet, 2/3 ihrer täglichen Gedanken negativ sind. 2/3 der Gedanken, die man täglich denkt, sind negativ. Das sind nichts anderes als wie Programmierungen, Informationen, die wir abgespeichert haben. Und diese 2/3 der täglichen negativen Gedanken haben eine permanente Auswirkung auf den physischen Körper. Jeder Gedanke hat eine Auswirkung. Jeder Nein-Gedanke erschafft, dass sich der Körper zusammenzieht. Die Körperzelle reagiert auf den Gedanken. Auch das ist super toll wissenschaftlich bewiesen. Auf jeden Ja-Gedanken reagiert der Körper, die Körperzelle, der Muskel natürlich dadurch auch, ja, mit Ausdehnung. Im Grunde genommen gibt es nur zwei Bewegungsarten, die der Muskel machen kann. Anspannen, entspannen, zusammenziehen, ausdehnen. Wenn wir allerdings 2/3 unserer täglichen Gedanken negativ haben, ist es klar, dass der Körper mehr angespannt ist als wie entspannt. Und jetzt kommt der Hammer. Man weiß es auch schon mittlerweile, welche Art der Gedanken sich wo im Körper manifestieren. Das ist hier symbolisch dargestellt mit den blauen Punkte, mit den blauen Flecken. Wir sprechen von Blockaden. Ja, jede Blockade blockiert, dass die Energie fließen kann. Und diese Blockade sind nichts anderes als An- oder Verspannungen. Sehr prägend ist das Thema mit der Angst. Es gibt so viele Argumente, warum ein Mensch Angst haben kann. Ich weiß nicht, wie viele Menschen wissen, was Angst wirklich ist. Tatsächlich, wenn man Menschen fragt, was ist Angst, dann sprechen sie nicht von der physischen Reaktion mit dem Namen Angst, sondern von den Angstgedankenbildern. Also von der Vorstellung, was passieren könnte. Und diese Vorstellung, was passieren konnte, ist verbunden mit einem ablehnenden Gedanken. Daher ist automatisch das, was man denkt, Angstgedankenbilder, verbunden mit einer Reaktion des Zusammenziehens. Und jetzt wird es erst richtig interessant. Denn ich habe erforscht, was Angst wirklich bedeutet. Es lässt sich urleicht erklären. Bei meinem Forschen, was Angst wirklich ist, bin ich auf Folgendes draufgekommen. Das Wort Angst gab es früher nicht, so wie viele Wörter. Das Wort Angst, ja, der Begriff Angst hat sich abgeleitet vom indogermanischen Angu oder vom althochdeutschen Angust. Beides bedeutet beengend. Dieses Wort Angst ist auch urverwandt mit dem lateinischen Wort Angustia. Und dieses Wort Angustia, lateinisch, ja, bedeutet Enge. Das heißt, jedes Mal, wenn wir Angst haben, wenn wir Angstgedankenbilder haben, erschaffen wir in uns einen Zustand an den unterschiedlichsten Körperstellen. Die schlimmste Angst ist möglicherweise die Angst vor der Angst. Das heißt, ein Mensch, der kein Körperbewusstsein hat, der nicht im Körper bewusst ist und die inneren Vorgänge beobachten kann, der weiß gar nichts davon, dass bestimmte Gedanken Enge erschaffen. Ein heißer Tipp von mir: Jedes Mal, wenn ihr mit Angst in Kontakt kommt, dann verwandelt das Wort in Enge um. Und schon hat man eine Idee, was man tun kann.
wenn einer Angst hat und nicht weiß, was Angst ist, dann hat er auch oft nicht die Wahl, die Möglichkeit, es zu verändern, weil er ja gar nicht weiß, was Angst ist, also Enge. Jeder, der sich erlebt als eng, macht sich automatisch weit. Zusammenfassung. Also, unser Körperbewusstseins-Trainingsprogramm mit dem Hauptwerkzeug Qigong. Qigong ist sanftes Bewegen mit Aufmerksamkeit. Trainieren wir, dass der Körper, oder sorgen dafür, dass der Körper entspannt wird durch sanftes Bewegen. Und gleichzeitig erschaffen wir uns ein Innenraumbewusstsein, damit wir die inneren Vorgänge beobachten können. Nämlich, dass Gedanken physische Realität erschaffen. Wenn man das einmal beobachten kann, wenn man das erlebt in sich, dann weiß man, dass man für alles, was in uns passiert, emotional, halt physisch, man selbst verantwortlich ist. Oder zumindest einen riesen Einfluss hat auf eine positive Veränderung. Unser Trainingsprogramm sorgt dafür, dass Entspannung, Beweglichkeit wieder zurückkommt und ja, der USB, die Essenz ist, dass die Beweglichkeit aufrecht bleibt, wenn das verschwindet. Die Chinesen sagen, ist der Geist frei, ist der Körper frei. Und trotz allem, oder genau deshalb, habe ich mir gedacht, was hat das für einen Zweck? Warum müssen wir das erleben? Es gibt nämlich eine Essenz, einen Zweck, den möchte ich euch nicht vorenthalten. Wenn ihr entdeckt, dass ihr mit euren Gedanken den physischen Körper beeinflusst, sogar so beeinflusst, dass er gesund und fit bleibt, also fit heißt beweglich, ohne dass ihr Sport braucht, ohne dass ihr etwas Notwendiges macht, ja, dann erlebt ihr, dass ihr Schöpfer eurer Realität seid. In diesem Sinne wünsche ich euch viel, viel Kraft, Geduld beim Trainieren des im Körper Bewusstseins und auch Bleiben. Wenn ihr im Körper bewusst bleiben könnt, dann ist wohlfühlender, glücklich sein, Freude, Friede, Ruhe und vor allem Gesundheit. Dankeschön fürs Zuhören. Auf Wiedersehen.